Hallo Freunde der leichten Unterhaltung zu einem neuen Let's Play von Forewarned. Und zwar nur zu zweit. Mit mir und Game Dirty. Hallo. Ich will nach Hause. Ich will nach Hause. Ja, hier, wir müssen nur ins Auto einsteigen, glaube ich. Und dann sind wir schon wieder zu Hause. Warte mal, geht das? Nee. Es ist schweinedunkel in diesem Spiel. So. Und eigentlich... ich weiß nicht, ob wir zu zweit eine Chance haben zu überleben. Sterben werden wir. So, was ist denn hier was? Das ist meiner. Geh auf deine Seite. Hopp. Geh auf deine Seite. Ja, ich habe eine eigene Seite, stimmt. Die Geschichte. So, irgendwie konnte man doch die Lampe auf den Kopf anmachen, die Funzel. Wie war das denn noch? Das ist auf Flashlight. So. Genau. Dann hat man die Funzel an. Dann nehme ich natürlich die Fackel mit, die brauchen wir immer. Und wir brauchen irgendwie... Komm, ich nehme einfach mal ein paar Sachen mit. Hast du eine Kamera mit? Nö, die liegt nicht hier noch. Ich wollte erstmal. Nämlich eine Kamera mit, vielleicht, weil ich wollte keine Ahnung, was es bringt. Ich habe den Rechner gestartet. Ja. Ich habe gelesen vorhin. Danke. Also erstmal ein Tipp an die Zuschauer: Am besten das Spiel nicht alleine spielen. Das ist scheiße. Ja. Und ich sag jetzt schon mal voraus: Am besten das Spiel auch nicht zu zweit spielen. Aber, we will see. Also fotografiere den inneren Grabsarkophag. Okay, dafür habe ich eine Kamera mit. Kartiere 46% der Ruinen. Beweise für erhaltene Überreste sammeln. Berichte über vergangene Erkundungen überprüfen. Was auch immer das alles heißt. Fotografieren Sie den Albasamierungsaltar. Also ich habe eine Kamera eingesteckt. Also ich habe die Fackel und ein Feuerzeug. Kompass. Das gelbe Fackel? Ding. Ja, habe ich auch. Und ich weiß nicht, was das hier ist. Das habe ich auch mit Seismometer. Okay. Seismometer, das gelbe Ding, dieses breite gelbe Ding hast du nicht mit. Den habe ich mit, das ist gut. Das ist der Geigerzähler. Alter. Und eine Kamera habe ich mit. Dafür sind wir einigermaßen. Dafür habe ich Kompass mit. Ja, siehst du, dann sind wir doch einigermaßen sinnvoll. Ich weiß es noch nicht. Geht es sinnvoll? Ich weiß nicht. Wo ist der Schalter? Die Schaufel, ich will eine Schaufel mit. Ich glaube da nicht. Oh Gott. Gehst du vor? Ich warte hier so lange. Kommst du mit? Ja. Mann, ist das dunkel hier. Oh, da ja. Geht's bergab. Ich wollte gerade sagen, Ist du tot? Nein, ich lebe. Guten Tag. Guten Tag. Also, wenn man rechts nach runter möchte, geht es auch da lang. Wollen wir zuerst hier so rechts rum? Also so ein bisschen... Ja. Wir tun als ob. Ein bisschen, oder? Wir wissen, was wir tun, angeblich. Kann ich anzünden? Will ich anzünden? Wahrscheinlich noch nicht. Und dann jetzt auch immer erst rechts rum? Ja, das ist aber rechts. Da sind aber Fallen, wenn ich das richtig höre. Immer erst rechts? Wir sind rechts. Immer rechts. Dann sind wir hier gleich einmal rum, glaube ich. Und rechts. Oh. Ja, dann sind wir hier wieder raus. Okay. Dann gehen wir hier jetzt weiter rechts, würde ich sagen. Geradeaus rechts. Geradeaus rechts. Ganz schön großer Raum hier. Oh, guck mal, hier geht das Ding, sie Bumsi. Ja. Ein Tor, wo man rauskommt, ne? Okay, du bist links gegangen. Ich dachte, wir gehen rechts. Ich wollte nur einmal... Ich hab die Hosen voll. Mein Dings ist aus. Mein Herz pocht. Es pocht. Bin bei 76. Dings, sie Bumsi. 76? Woran siehst du das? Leertaste drücken. 68 Gesundheit. Wieso nur 68? Mein Herz pocht ohne Ende hier. Habe ich denn nur noch 68? Ich hab da was gesehen. Warum geht da das Tor auf und zu? Ich kündige. Ich bin jetzt hier in einem anderen Raum. Also da wieder, wo der Anfang ist. Ich kündige, okay? Ich gehe. Da bist du. Du bist hinter mir, okay. Nee, kündigen ist nicht. Also, nee. Wieso hat man nur so wenig Prozente? Oh, wieso ist meine Ding schon wieder aus? Okay, bei mir pocht's. Bei mir auch die ganze Zeit. Jetzt bin ich aber 74 gesund. Ja, komisch. Achso, nein, das ist der Puls, ne? 74er ja. Puls? Ja. Warum hast du das Invoice? Ne, wenn du die Leertaste drückst, dann redest du, glaube ich, Invoice. Kann das sein? Alles klar. Gehen wir hier lang? Ja, wozu ist dieser Hebel hier? Das ist vielleicht der Hebel für nachher oder so? Ich drück einfach mal. Eigentlich nicht. Wird schon schief gehen, oder? Der Hebel für nachher. Der bewegt sich wieder runter von alleine. Okay, ich möchte hier nicht lang.
Eine Gewitterlampe. Nee, jetzt bin ich durch. Wie jetzt? Ich habe mir jetzt in die Hosen gemacht. Ach, hier ist der Raum. Darf ich mal einmal anzünden, bitte? Was ist denn anzünden? Meine Fackel. Hier ist der Raum. Aber wir haben ja noch nichts, ne? Ja. Also, okay. Das ist schon mal gut zu wissen, dass da der Raum ist. Dann, guck mal, Was bist du denn? Oh, schon wieder aus. Also meine Fackel geht ständig aus. Deine auch? Mhm. Okay. Oh, ich hab Geld gefunden. Nun ist ja auch mal gut hier, Leute. Ne? So, diese... Ist das schon ein Hinweis? Okay, das hier sieht doch aus wie so ein... Wie sowas, was man fotografieren kann. Ein Balsamierungsort, oder? So ein bisschen, also, ne? Behaupte ich mal. Ja. Ja, guck mal, war auch irgendwie sowas. Fotografiert. Mal gucken. Meine Fackel ist weg. Weil ich sie weggeschmissen habe, ich Idiot. So. Kann man hier irgendwo Licht anmachen? Ja, die Pyramiden hatten damals schon die... Oh Gott, damals schon mit Strom umgespielt. Ja, okay. Frage ist, muss man da durch? Wahrscheinlich. Toll. Du hast denn mein Ding schon wieder aus? Oh. Naja, ich bin zweimal geratscht worden. Ist da was Anständiges? Ich hole mal ein bisschen Geld. Wenn da was ist, alles gut. Ansonsten muss ich mich ja nicht auch da an Gefahr begeben. Dann suche ich hier weiter. Das war der Haupteingang. Also, was haben wir bisher? Nichts. Oder? Ich hab mir wehgetan. Ja, okay. Haben wir irgendwas Sinnvolles bisher? Da das klang doch richtig nett, oder? Das wehtun? Ich habe irgendwie Stimmen gerade gehört, deswegen. Ehrlich? Oh ja, meine Dings geht. Meine Pumpe. Hatten wir schon Stimmen? Also, ich meine, Stimmen ist doch ein Hinweis bestimmt, oder? Nee, das hört man dann so richtig. Also ich laufe mal den Ball. Okay, was das war das? Das war auspusten. Das war auspusten. Okay. Wollen wir einmal hochgehen? Ich will einmal mal nochmal gucken, die Dings aus. Einmal, also hier die Beweise nochmal einmal durchgucken, weil ich weiß nichts mehr. So, ich bin einmal wieder raus. Ja, ich. So, du bist ich glaub schon den da. Ich ging mal nochmal ins Journal. Mit T, glaube ich, oder? T? Nee. Das sieht bei mir nicht. L? L. A? L. Goldhaufen gesammelt. 0 von 3. Sammle Beweise für Überreste. Bestätigen Sie frühere Erkundungen. Hole das Relikt. Okay. Satire haben wir gemacht. Fotografieren den Almbasimierungsaltar auch. Gut. Beweis. Beweis haben wir auf jeden Fall jetzt schon. Schon ist gut. Erloschene Flamme. Also es war als Zerstörung, ist klar, dass die Vase. Das war auch? Nee, das war nicht. Das war noch nicht. Achso. Gestörte Gräber. Der Deckel eines Sarkophags öffnet oder schließt sich scheinbar von selbst. Hatten wir auch noch nicht, ne? Genau, nein, hatten wir noch nicht. Elektronische Störung. Das ist so, wenn... Jetzt flackert, ja. Genau, wenn das Licht, wenn wir Taschenlampe zum Beispiel anhaben und so, dann flackert das. Schritte ist klar. Hatten wir noch nicht, oder? Nein. Also ich glaube ja, aber ich bin mir nicht sicher. Okay. Magnetische Verzerrung, das ist, wenn dieser Kompass hier so durchdreht. Den müssen wir gleich mal benutzen. Metallische Signatur, Metalldetektor. Genau. Radar, das ist, ich glaube, das ist dieses schwarze Ding, was ich in der Hand habe, einfach unten hinstellen, glaube ich. Und dann manifestiert er sich und dann kann man erkennen, ob der da, ja. Mumifizierte Leichen haben wir noch gar nicht. Nein. Okay. Zittert ist natürlich dieses, ne, wenn die Erde so bebt und... Genau, das ist der Seismometer. Haben wir so ein Radar-Ding? Ich glaube nicht. Das, was wir hier noch liegen haben, ist... Das Gelbe. Was ist das Gelbe? Dieses flache Gelbe? Ist das hier dieses Voice-Geschichte? Weiß ich nicht. Ich glaube, es war diese Voice-Geschichte. Weiß ich wirklich nicht. Ich habe ein gelbes Herz. Ja, stimmt. Das ist eine Voice-Geschichte. Hast recht. Wir haben nicht so ein Radar-Ding, was man irgendwo hinstellen könnte. Du hast ein gelbes Herz. Ja, warum auch immer. Weil ich wahrscheinlich durch die Dinger da reinge... durch die Falle durch bin. Ja. Ja, stimmt.
Kannst du das wieder, gibt es irgendwie ein Health Pack oder sowas? Nee, ne? Nee. Ja, dann würde ich sagen, geh einer mit dem Geigerzähler. Oder was? Warte, ich habe Kompass hier in der Hand. Ich kann hier unten mal dieses komische Radar-Ding da hinstellen. Ja, wir haben wir gar nicht, oder doch? Ich hätte keins. Geh das hier runter, jetzt falle ich gleich wieder runter. Ja. Wer sabbert hier? Klingt auf jeden Fall komisch. Also müsst auf jeden Fall hier nochmal beibringen, wie man ordentlich isst und schlabbert. Das klang auf jeden Fall nicht, ja. Oh. Okay, wir haben eine Erweckte, wir haben mehrere Erweckte. Ah, lass ihn verbrennen, er brennt ja schon. Okay. Dann haben kann man auch einloggen. Reanimation. Genau. Gibt es noch drei Stück. Oh, da ist noch eine. Noch eine. Brennt doch einfach. Oh, hinter uns ist noch einer. Der hat alle reanimiert, scheinbar. Geh weg. Da hinten rennt noch eine. Keine Ahnung, wo die hingerannt ist hier. Die machen ganz schön viel Licht, wenn die brennen. Vielleicht sollten die hinter uns laufen, wenn wir sie anzünden oder sowas. Ja. Finde ich auch. So, ja. Ich habe jetzt tatsächlich ja nur gefühlt. Jetzt laufen wir noch ein bisschen einfach mal rum. Du meinst, es bringt was. Guck mal, was ist das hier? Gold. Juhu, waren wir hier schon? Hier kann man sich auch durchlaufen, glaube ich. Ah ja. Aber auch hier waren wir noch gar nicht. Hier ist noch kein Licht an. Guck mal, hier ist eine schöne Kammer noch. Hier ist noch irgendwas drin. Oh nein, du wurdest zerquetscht was. Meine Güte. Ja, was hab ich? Keine Ahnung. Ich habe hier jetzt mal ein paar Sarkophage aufgemacht. Aber man kann ja nicht springen oder so, ne? Ich kann da nicht reingucken. Wo bist du denn jetzt schon wieder? Hier? Wo ist hier, ne? Oh, oh. Oh, oh. Das ist ja krass. Also hier waren so Sarkophage. Oh, 92% verletzt. Okay. Banane! Pass auf, ich nehme jetzt mal mein Dings hier, wie heißt denn das hier? Radar? Nee, ich, Geigerzähler. Wow. Ich wollte gerade sagen, den habe ich auch gesehen. Das war so ein schwarzer Nebel, ne? Wo bist du hingerannt? Ich wurde gerade verfolgt. Ja genau, es war ein schwarzer Nebel. Wo ist denn hingerannt? Nein, bei mir war das, ich bin gerade die Treppe hochgelaufen. Okay, komm auch. Bleib doch nicht alleine hier unten, du spinnst wohl. Bei mir war das diese schwarze Katze, weißt du, wie ich meine? Ah, okay. Wo kommt die denn haben her? Wir schon, weiß ich nicht, haben wir jetzt schon irgendwas Neues? Nee. Wir haben Reanimation und Dings. Ich lausche Flamme und ich bin, okay, wir haben Rathos, der Verdammte. Algor, the Pyridius, was auch immer das ist. Und Ofris, the Forgotten. Was brauchen wir denn dafür noch? Das ist ja vielleicht interessant, ne? Aufgabenforschung. Ach, guck mal. Radioaktivität würde was bringen. Damit könnten wir Rathos ausschließen. Radar haben wir nicht. Magnetische Verzerrung für Rathos. Das wäre ja dieser Kompass. Genau, dann musst du gleich mal mit dem Kompass rumrennen. Und ich versuche mit der Radioaktivität rumzurennen. Dann war das Talgor, ne? War das Talgor mal? Weiß ich nicht. Also elektronisch. Nee, warte mal, nicht elektronisch. Was meinst du? Magnetische Verzerrung. Dann hätten wir noch Teil. Nee, magnetische Verzerrung bringt uns gar nichts. Dann bleiben die drei auch übrig. Also Radioaktivität. Dann könnten wir einen aus-Xen. Dann hätten wir noch Talgor und Euphris. Wenn wir den dann. Was war denn. Hätten. Was war denn Radioaktivität? Was ist das? Was ist dieses Ding hier? Das hier. Oder Zerstörung, aber Zerstörung hatten wir noch gar nicht, ne? Elektronische Störung hatten wir bisher auch noch nicht. Also Radioaktivität und das Vokal könnten wir nochmal probieren. Also sprich die vokale Antwort. Dann müsstest du mit Hab dem ich auch Teil. Mit. Ja. Gut. Also, wie gesagt, das, den Kompass bringt uns nichts mehr, glaube ich, bei den dreien. Was ist das für ein Seismometer? Genau, bringt uns der noch was?
Seismometer wäre zittern. Ja, will uns auch was bringen. Willst du ein Seismometer haben hier? Nee, nimm ruhig. Dann nimm ich eins. Sprache. Ich habe ja auch eins, also alles gut. Willst du Sprache nehmen oder was? Willst du sprechen oder willst du Seismometer? Nee, ich habe Sprache habe ich gar nicht. Ich habe Seismometer und Radioaktivität habe ich mit, also einen Geigerzähler. Okay. Mir gefällt es hier nicht. Nee, was war denn das? Ich weiß es nicht. Aber ist kein Hinweis oder so, ne? Was war das Invoice noch? Wenn du deine Leertaste gedrückt hältst, dann hast du auch Invoice. Bla bla bla, du müsstest mich jetzt Invoice hören. Was hast du gemacht, damit es geht? Leertaste, wenn du auf deine Gesundheit drückst. Au ab da! Wo kommt der denn her? Blöde Nuss! Hab ich mich erschreckt! Der hat mich von auch attackiert! Wo ist er? Der hat sich aufgelöst! Ah! Blöde Sau! Hab mich richtig erschreckt! So, also. Ich seh nichts mehr. Ich seh nichts mehr. Mach dein Dings an. Ist an oder aus? Ich seh das ja nicht. Ach, jetzt an jetzt. Wo, weißt du was? Ich habe keine Ahnung. Warte mal, so ist mein Seismometer. Oh Gott. Oh Gott. Wo bist du? Wo bist du? Bist du hier? Bist du hier? Ich will gar nicht mit dir sprechen. Ich hab Angst. Wir haben den Raum auch noch gar nicht gefunden, ne? Nein, aber ich rede einfach mal. Na komm, wir müssen sterben. Wir müssen sterben, dann sterben wir weiter hier. Ja. Hallo? Wo bist du? Hallo? Es hat die Phasmophobie hier. Hallo? Ich weiß nicht, wo dein Zuhause ist, aber es ist bestimmt nicht mehr hier. Du bist schon lange tot. Geh weg. Da kommt es. Dieses etwas. Dieser Hund, oder was ist das? Hund, Katze, Maus? Jetzt habe ich ihn mal gesehen und dann löst er sich kurzzeitig einmal auf in Dings, ne? Wenn er nicht in deiner Nähe spawnt. Sieht das richtig? Ja. Nur, dass er vorhin direkt neben mir gespawnt ist, nämlich richtig erschreckt habe. Sollen wir mal durch? Wohin durch? Hier durch diese Falle. Oh. Ach, hier ist nix. Welche Falle? Wo bist du denn? Na, die Steinfalle. Da war ich doch schon. Ja, ich hab's vergessen. Und er hat mich hintergequetscht. Das war nicht nett. Hallo, bist du wo da? Wo bist du? Wo bist du? Bist du hier? Rede mit mir. Bist du alt? Haben wir uns irgendwie verlaufen? Nein, hier geht's da oben. Ja, nee, alles gut. Ich meinte, wo geht's denn noch weiter? Denn irgendwo muss ja die Grabkammer sein. Achso, die hatten wir schon gefunden. Wo war die denn? Wieder total kirre. Die hier? Ja. Wo bist du? Hör auf zu knacken. Das ist eklig. Hier waren wir noch nicht durch, ne? Oder warst du da schon durchgegangen? Durch die Falle bin ich auch durchgefallen. Okay. So, hier waren wir schon. Das war der Einbalsamierort. Bist du hier? Okay, er hat doch gerade mit uns gesprochen, oder? Nee, das hört sich anders an. Okay. Wie rennst du eigentlich? Also, wie läuft man schneller? Auch mit Schiff? Ja. Okay. Wo bist du? Das ist eine gute Frage. Wo bist du? Also, nichts antwortet. Kommen wir nochmal mit hoch. Kurz. Ich sehe nichts mehr. Ja, hinter dir ist auch schon wieder der Dings gewesen. Wollen wir die ausschließen, diese Box? Lokale Antwort? Ja, da kann man nichts. Weil hat er nicht gemacht, ne? So, wenn wir den anhätten, dann würden wir... Kann man das rausexen? Nee, ausexen leider nicht. Aber wenn du ihn anmachst, dann ist Talgor
und Ofris noch da. Wenn wir das nicht anhaben, dann ist nur Rathaus der Verdammte. Wollen wir das mit Rathaus der Verdammte suchen? Ja. Einfach reingehen und versuchen? Ja. Weil ich wüsste jetzt auch nicht, wie man das sonst noch... So klar kann man jetzt noch versuchen, alles irgendwie... So, warte. Dann hole ich mir lieber die Taschenlampe. Weil ich glaube, wenn wir fertig sind, will ich lieber mit der Taschenlampe rumlaufen. Ich nehme beides damit. Ja, ja. Ich will nur den Seismometer und so wegnehmen. Kompass kann ich wegnehmen. Das nehme ich weg. Das nehme ich mit. Also Kamera lasse ich drin. Vielleicht solltest du deine Kamera auch mitnehmen. Ich habe nämlich nur noch 2 Bilder. So. Bereit zu sterben? Frag mich gerade, wie die Taschenlampe angeht. Ist auch nur eine Funzel. Wie geht denn an? Oh Gott. Auch mit Linksklick. Das ist auch nur eine Funzel, oder? Das ist ja... Die ist ja genau, die ist ja noch funzliger als ein... Schau mal an. Du siehst ja gar nichts. Oh Gott. Ich nehme die kann man halt schnell ausmachen, ne? Wenn wir so einen bestimmten Onkel haben, dass der uns in irgendeiner Art und Weise dann... Ich laufe jetzt einfach mal durch die Gegend. Ne, wir wollten noch zu dem Teil, oder nicht? Wo auch immer das ist, hier rechts rum? Ne, da war das nicht. Ne. Da. Ne, auch nicht. Ne, auch nicht. Das war, wo wir den langen Gang da hochgelaufen sind. Ich glaube, das war hier rechts, ne? Kann das sein? Hier. So, Rathaus der Verdammte, richtig? Haben wir jetzt gesagt, ne? Kann man das noch anklicken? Achso, so. Und drücken. Und wenn es falsch ist... Oh. Oh nein! Das heißt, müssen die... Jetzt müssen wir den blauen Schalter finden. Weil oben müsste zu sein. Ja. Ich renne einfach durch die Gegend und suche... Ja, genau. Und suche einen blauen Schalter. Das Problem ist, dass dieser Typ ja auch auftaucht irgendwo, ne? Ja. Ja, oh, der hat sich manifestiert. Und frisst uns gleich. Nachdem, was es für einer ist. Ich glaube, ich habe den gerade gesehen. Ja, es gibt welche, da musst du das Licht ausmachen. Der sieht genauso aus wie du. Was heißt das? Der läuft gerade hinter mir. Achtung. Oh! Okay, hier ist es nicht. Der soll weggehen hinter mir. Oh, der läuft weg. Ich hab Glück gehabt. Finde den blauen Hebel. Ja, ich such den doch, du... Ja, oder ist er jetzt gespawnt? Das kann auch sein. Hier. Hast du ihn? Nein. Dann drück ihn. Hab ich. Coole Nummer. Dann schnell wieder zum Ausgang. Ich bin schon da. Warum bist du schon da? Ja, weil ich Glück gehabt habe. Ich bin hinten rumgelaufen und... Da bist du. Juhu. Bist du das? Ja. Yeah. Uhuh. Okay, wir haben den falschen gehabt. Egal. Aber wir haben überlebt. Wir haben überlebt. Ja, naja, überlebt also, und überlebt. Aber immer rennen. Den geht ja, ich habe Kacke in der Hose. Weil ich mich so erschreckt habe vorhin einmal, als dieses komische Vieh da aufgetaucht ist. Und wie hören wir jetzt auf? Müssen wir zum Auto oder was? Ja. Okay, wir haben immerhin 109 Gold. Ich bin irgendwie vor die ganze Zeit nur gerannt. Teammitglieder sammle, Teammitglieder drücke E, um die Ausgrabung zu beenden. Ja, achso, dauert ein bisschen. Achso. Lädt dann ein bisschen. Ja, traurig. Ey, wir haben überlebt. Ja, das finde ich ja schon mal gut. Ey, dafür kriegen wir XP. Goldhaufen gesammelt. 3 von 3 kriegen wir 3 XP Bonus. Immerhin. 15 XP Bonus für die Kartieren und Einbalsamieren. Orphis the Forgotten. Okay, dann heißt das also, dass diese Mejai oder Mejai, wie auch immer die ausgesprochen werden, nicht immer alles machen, was die haben, richtig? Oder er hat noch nicht geantwortet, weil er noch keinen Bock hatte. Vielleicht soll ich den Raum noch nicht gefunden haben. Kann auch sein. Ja. Aber wir sind Level 3. Ja, das, nee. Wir sind noch Level minus. Also bei Phasmophobia geht man schneller, kommt man schneller voran. Ja, ja. 57 Gold. Was kann man sich mit diesem Gold nachher kaufen? Bestimmt nachher eine bessere Ausrüstung, ne? Das habe ich irgendwie hier hinten gesehen gehabt. Irgendwo. War das hier? Boah, alles gut. Ich guck gleich. Liebe Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, ein paar Spielekommentare und wenn ihr wollt, auch ein Abo. Bei den Spielekommentaren bitte
gibt uns Tipps. Wir spielen das wirklich nackig. Wir haben uns damit ja einmal beschäftigt, als wir es zu viert gespielt haben. Jetzt wollten wir uns da ein bisschen näher mit beschäftigen, aber so wirklich Tutorials oder sowas gelesen haben wir nicht, sondern wir spielen wirklich nackig. Ja. Also, wenn ihr ein paar Kommentare habt, haut rein. Bis dahin. Bye, bye.